Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag zur Spielmechanik. Da es ein grundlegendes Thema ist und ich auch schon mehrfach danach gefragt wurde, schauen wir uns heute an, wie Angriff, Verteidigung und Schaden kalkuliert werden. Dieser Bereich ist sehr komplex, aber ich versuche wie gewohnt alles verständlich herunterzubrechen. Fangen wir mit dem Angriffs- und Verteidigungswert an. Zusammen mit dem Charakterlevel spielen diese bei der Hit-Abfrage eine Rolle, also wenn entschieden wird, ob ein Angriff erfolgreich stattfindet oder ob er verfehlt. Der Angriff kann die Standardattacke sein oder ein Skill, der im Zusammenhang mit einer Waffe benutzt wird. Bei letzterem wird der Angriffswert oftmals erhöht. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo kein Hitcheck stattfindet, das sind zum Beispiel gelenkter Pfeil, Niederstrecken, Blitzschlag und blitzendes Unheil. Waffenlose Angriffe wie zum Beispiel Elementarzauber haben eine solche Abfrage ebenfalls nicht. Bei all diesen Skills gibt es keinen Angriffswert, also hilft dagegen auch nicht der Verteidigungswert als Schutz. Aber wie genau die Trefferabfrage funktioniert, schauen wir uns später im Video an. Der rohe Verteidigungswert eines Charakters setzt sich ganz einfach zusammen. Wie man sieht, spielt hier vor allem die getragene Ausrüstung eine Rolle, in kleinem Maße aber auch die Geschicklichkeit. Der Verteidigungswert kann durch Skills modifiziert werden, zum Beispiel mit dem Schrei des Barbaren oder der Trotzaura des Paladins. Allerdings auch nicht immer zum Positiven, die Amazone hat zum Beispiel einen Skill, um den Verteidigungswert eines Ziels zu senken und die Amok-Attacke des Barbaren senkt den eigenen Verteidigungswert temporär auf 0. Es gibt auch noch Item-Eigenschaften, die den Verteidigungswert des Ziels modifizieren, in der Regel findet man sie auf Waffen. Die Eigenschaft minus x% Zielverteidigung arbeitet allerdings nur halb so wirksam, wenn das Ziel ein anderer Spieler, ein Söldner, ein Super-Unique-Monster oder gar ein Aktboss ist. Die Eigenschaft Verteidigung des Ziels ignorieren senkt den Wert auf 0, funktioniert allerdings nur bei regulären Mobs und Champions. Auch der Angriffswert eines Charakters setzt sich nach einer diskreten Formel zusammen, hier spielt aber auch die Charakterklasse eine Rolle. Jeder in Geschicklichkeit investierte Punkt erhöht den Angriffswert um 5. Der Angriffswert kann ebenfalls durch Items und Skills erhöht werden. Modifikatoren, die den Angriffswert um einen diskreten Wert erhöhen, werden zuerst auf den Basisangriffswert addiert. Anschließend werden Modifikatoren verrechnet, die den Angriffswert prozentuell erhöhen. Auch Monster und beschworene Kreaturen haben Angriffs- und Verteidigungswerte. Wer sich dafür interessiert, findet detaillierte Informationen dazu im Internet. Bei einem Angriff findet, wie bereits angesprochen, die Trefferabfrage statt, ein sogenannter Hitcheck. Dabei entscheidet sich, ob der Angriff ankommt oder sein Ziel verfehlt. Bei einem Hitcheck berechnet das Spiel aus den Daten eine bestimmte Trefferwahrscheinlichkeit, die mit einer Zufallsvariablen verrechnet wird, um zu entscheiden, ob ein Treffer erfolgt oder nicht. Bei einem erfolgreichen Angriff kann der Verteidiger aber immer noch blocken oder ausweichen, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen. Dazu laufen dann auch Abfragen ab, wobei die Chance auszuweichen oder zu blocken dann von der Fertigkeit bzw. dem Schild und den Charakterattributen festgelegt werden. Die Formel für die Chance zu treffen sieht folgendermaßen aus. AR steht für Attack Rating, also den Angriffswert des Angreifers. Def steht für Defense, also den Verteidigungswert des Ziels. A-Level und B-Level stehen für die beiden Level von Angreifer und Ziel, also für das jeweilige Charakter- oder Monster-Level. Die Formel begrenzt die Trefferwahrscheinlichkeit auf den Bereich zwischen 5% und 95%, mehr oder weniger geht also nicht. Außerdem erhöht sich die Trefferwahrscheinlichkeit signifikant, wenn das Charakterlevel des Angreifers höher als das Level des Ziels ist. Ansonsten gilt es eben einfach, mit dem Angriffswert den Verteidigungswert des Ziels zu übertrumpfen. Je größer die Differenz, desto höher die Trefferwahrscheinlichkeit. Eine wichtige Information sei an der Stelle allerdings noch erwähnt. Wenn der Zielcharakter am Laufen ist, wird der sogenannte Hitcheck nicht nach Formel kalkuliert, sondern auf 100% gesetzt. Während man läuft, ist man also angreifbarer, als wenn man geht. Deshalb ist der Bewegungsmodus auch gerade im PvP ein wichtiger Faktor. In der Charakterübersicht wird die genaue Trefferchance übrigens nicht exakt abgebildet, weil durch Skills und Items noch Modifikatoren auf die Verteidigungswerte kommen können und das wird in der Anzeige eben nicht dargestellt. Man sollte sie als groben Schätzwert betrachten. Wenn ein Hitcheck positiv ist und eventuelle Abfragen zum Blocken oder Ausweichen negativ ausfallen, dann wird Schaden ausgeteilt. Auch hier haben wir es mit einem etwas komplexeren Prozess zu tun, weil der tatsächlich verrechnete Schaden auch durch Faktoren wie reduzierter Schaden und Resistenzen beeinflusst wird. Und im PvP wird der Schaden an anderen Spielern ohnehin nochmals vermindert. All dies werden wir uns in einem zweiten Teil anschauen, weil das hier etwas den Rahmen sprengen würde. Wir schauen uns hier erst einmal an, wie der Damage Output allgemein berechnet wird.
Dabei wird immer eine gewisse Range von Mindest- und Maximalschaden angegeben. Der genaue Schaden, der bei einem Treffer entsteht, hängt dann wieder von einem Zufallsroll ab. Er liegt aber auf jeden Fall im angegebenen Bereich. Den Grundwert für den Schaden gibt die benutzte Waffe vor. Ausnahmen sind Niederstrecken beim Paladin und die Kickfertigkeiten einer Assassine. Hier haben Schild bzw. Schuhe einen bestimmten Schadenswert, der für andere Klassen unsichtbar ist. Der Grundschaden der Waffe kann über die Ausrüstung durch verschiedene Modifikatoren erhöht werden, zum Beispiel durch die Attribute plus x% erhöhter Schaden oder plus einen konkreten Wert zu Maximal- oder Minimalschaden. Wird beides erhöht, steht in der Anzeige fügt x bis y Schaden hinzu. Außerdem wirken sich je nach Waffe auch Stärke und/oder Geschicklichkeit auf den Schaden aus. In der Tabelle ist dargestellt, wie viel Prozent der Statuspunkte gleichzusetzen sind mit zusätzlichen Prozent erhöhten Schaden. Bei einem Schwert sind 100 Stärkepunkte also gleich zusätzliche 100% erhöhter Schaden, bei einem Bogen dagegen 100 Geschicklichkeitspunkte. Eine Assassine, die 100 Stärke und 100 Geschicklichkeit hat, bekommt insgesamt 150% erhöhten Schaden. Weitere Schadenserhöhungen können auch noch die verschiedenen Fertigkeiten hergeben. All das sind ganz schön viele Faktoren. Wie die genau zusammengerechnet werden, schauen wir uns jetzt einmal bei meiner Amazone an. Die Grundwerte liefert meine Windmacht. Der Schaden beträgt 38 bis 550. Die plus 288% erhöhter Schaden und die plus 287 zu Maximalschaden durch die Waffe selbst sind hier schon mit eingerechnet. Ein Hydra-Bogen macht im Rohzustand 10 bis 68 Schaden. Dann wird zuerst der prozentuell erhöhte Schaden verrechnet, also 10 bis 68 Schaden plus dasselbe mal 2,88, ergibt 38 bis 263,84 Schaden. Dazu dann die plus 287 auf Maximalschaden ergibt den angezeigten Schaden von 38 bis 550. Es wird nämlich abgerundet. Damit haben wir ausgerechnet, wie sich der Waffenschaden zusammensetzt. Ohne weitere Ausrüstungsgegenstände, die den Schaden erhöhen, ist meine Amazone laut Anzeige aber schon bei 114 bis 1650. Das liegt daran, dass sie in dem Zustand 200 Geschicklichkeit hat. 200% von 38 bis 550 sind nämlich 76 bis 1100 Schaden und da die Erhöhung wieder aufaddiert wird, bekommen wir die angezeigten 114 bis 1650 heraus. Durch die Forti kommen weitere 300% erhöhter Schaden hinzu, damit summiert sich der Schaden auf 228 bis 3300. Das ist genau das Sechsfache des Waffenschadens, wir addieren jetzt nämlich insgesamt 500%. Wie man sehen kann, beträgt der Maximalschaden mit Mehrfachschuss aktuell nur 2475, das liegt daran, dass der Skill nur 75% des Schadens abgibt. 2475 sind genau 75% von 3300. Mein gelenkter Pfeil dagegen erhöht den Schaden nochmal um weitere 120%, das ergibt einen Maximalschaden von 3960, genau das 7,2-fache von 550, dem Grundwert, mit dem alle prozentuellen Erhöhungen verrechnet werden, da sie alle gleichzeitig wirken und nicht nacheinander. 7,2 ist hier insgesamt der Multiplikator, der sich aus den zusammenaddierten Prozent erhöhter Schaden ergibt. Wenn ich dem Inventar nun noch einen Charm mit plus 1 zu Maximalschaden hinzufüge, steigt der Schaden um 7 Punkte. Das liegt daran, dass diesmal der Maximalschaden auf den Grundwert bzw. den Waffenschaden addiert wird, noch bevor der prozentuell erhöhte Schaden greift. Auch der erhöhte Schaden durch die Kriegsreisenderschuhe wird so mal 7,2 gerechnet. Elementarschäden dagegen werden ohne Multiplikator hinzugefügt. Insgesamt ergeben sich folgende Formeln. Berechnen wir danach einfach einmal den Lenkpfeilschaden meiner Amazone mit komplettem Equipment und schauen dann, ob das stimmt. Der Waffenschaden beträgt, wie wir bereits bestätigt haben, 38 bis 550, den muss man aber auch gar nicht berechnen, denn den kann man ja in der Regel auf der Waffe ablesen. Durch Charms und Schuhe bekommen wir plus 15 Minimalschaden und plus 28 Maximalschaden. Das ergibt schon mal einen Schaden von 53 bis 578. Die Amazone bekommt insgesamt plus 640% erhöhten Schaden, 220 durch ihre Geschicklichkeit, 300 durch die Stärkerüstung und 120 durch den Lenkpfeil-Skill. Der Schadensmultiplikator-Term in den Spitzenklammern beträgt damit 7,4.
Was Elementarschäden angeht, bekommt die Amazone plus 1 bis 17 Blitzschaden durch einen kleinen Zauber und plus 15 bis 45 Kälteschaden durch den Rabenfrost. 53 mal 7,4 plus 1 plus 15 ist gleich 408,2 und 578 mal 7,4 plus 17 plus 45 ergibt 4339,2. Das müssen also abgerundet die Werte für Min- und Max-Damage sein. Ein Blick in die Charakterstatistik zeigt, dass die Rechnung korrekt ist. Es gibt allerdings eine wichtige Ausnahme zu beachten, und zwar das Attribut Schaden plus X, so wie zum Beispiel auf der Runenwortwaffe Trauer. Dieser Schaden wird in der Anzeige nicht dargestellt, er wird direkt auf den Waffenschaden addiert und bekommt so auch den Multiplikator mit. Er ist so zu behandeln, als wäre es zusätzlicher Schaden, der von einem Nichtwaffengegenstand kommt. Somit trägt dieser Schaden auch bei Angriffen bei, die nicht mit der Waffe selbst ausgeführt werden, zum Beispiel Niederstrecken. Daher ist Grief auch eine sehr beliebte Smiter-Waffe. Weitere Faktoren, die den Schaden erhöhen können, sind Chance auf kritischer Schlag oder Todesschlag. Wer sich dafür interessiert, kann sich mein Video zu dem Thema anschauen. In einem zweiten Teil werden wir uns dann damit beschäftigen, wie reduzierter Schaden, Elementarzauber und Resistenzen zu verstehen sind und wie das alles im Duell Spieler gegen Spieler funktioniert. Für heute verabschiede ich mich, macht es gut und bis bald. Folgt mir! Kommt schon!